Hallöchen und willkommen zurück zu Super Mario Bros. X. Wir haben die Wasserwelt geschafft. Das war wirklich eine ganz kurze Welt und relativ einfach, muss ich sagen. Also da musste, ich glaube, da musste ich nicht so viel schneiden, beziehungsweise werde ich nicht viel schneiden müssen, weil ich nehme ja mehrere Parts hintereinander auf. Deswegen werdet ihr das dann halt erst sehen, wenn es online ist und euch ein Urteil darüber bilden können. Und ich habe jetzt hier alle Ports zu diesen Welten freigeschaltet und 7 Sterne gesammelt. Ich weiß nicht, ob das genug ist. Was ist hier drin? So, wir haben, was sagt hier der Stern? Okay, ja. Toller Service. Ich darf hier nehmen, was immer ich auch möchte. Ich merke gerade, dass mein, dass gerade der Akku vom meinem Controller leer ist. Ich mache kurz einen Cut, weil der Luigi gerade wie bescheuert hin und her läuft. Also bis gleich dann. So, mein Controller ist jetzt verkabelt. Also der Akku war leer. Ja, aber macht ja nichts. So, diese Sternwelt. Was ist hier los? Ich kann die Zeit aufhalten, ja. Und was bringt mir das? Ist das jetzt ein extra Item? Kann man das mitnehmen? Tatsächlich, man kann es mitnehmen. Coole Sache. Aber wird mir das auch von Nutzen sein? Beziehungsweise hätte ich es vielleicht vorher nehmen müssen? Also hier gibt es keine richtigen Level im eigentlichen Sinne. Ich schaue mir trotzdem nochmal alles an. Warte. Muss ich erst hier nach unten? Ah, der Eis Yoshi. Ich werde ihn gut behandeln, meine ich. Weil er sagte gerade, ja, dieses Ei beinhaltet einen sehr seltenen Yoshi. Behandle ihn sehr gut. Werde ich auch machen. So. So, ja, ich weiß, dass das Rosalina. Ja, ich weiß, dass das Rosalina ist. Ich brauche das nicht zu wissen. So, was hast du mir zu sagen? Lakitu Shu ist wirklich sehr speziell. Es wird dessen Träger die Power geben, zu fliegen. Okay. Das ist fies. Aber ich kann ihn jederzeit ja wiederholen. So, es gibt hier nichts Spezielles, was mich dann dazu verleitet, wieder zurückzugehen. Und wo gehen wir hin? Ich habe es ja schon angekündigt, das heißt, ich dachte, es gibt irgendwie spezielle Sternlevel oder so. Also geht's erst ab zu Frosty Frost Frostlands. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Aber gehen wir mal dahin. Hier haben wir Secrets Exits. Also das ist quasi so eine Art Star World, könnte man sagen. Ganz ehrlich, mich interessiert dieses Ding da nicht. Kann man gar nicht. Achso, den kann man nur hochheben. So. Nee. Will ich nicht. Das will ich nicht nehmen. Ich will das nicht nehmen. Was ich gerne wissen würde, ist reiner Neugier. Gibt's ein Schlüsselloch? Hätte ja sein können. Warte. Hier muss alles genauestens inspiziert werden. Nein, okay. Ja gut, dass ich den Schuh hier habe. Das macht alles viel, viel einfacher für mich. Gib mir her. Ja, hier ist richtig was los hier. Richtige SM... Ja, Super Mario 64 Vibes. Ich wollte gerade SMB3 Vibes sagen, aber das stimmt ja gar nicht. So, das könnte ich gebrauchen. Ja,
Ja gut, ich hatte ja, ich habe ja mein spezielles Item, so, kann ich darauf. Tatsächlich. Ich kann nicht mit irgendeinem Trick. Nee, kann ich nicht. Okay, schade. Ich hätte mir gerne den Schuh wieder geholt. So, gibt's noch einen. Es gibt wahrscheinlich noch einen anderen Exit. So. Hier können wir uns ganz schön viele Leben holen, wenn wir wollen. Wenn wir fies sind. Aber ich habe jetzt mehr als genug. Deswegen lassen wir das erstmal. So, was wolltest du jetzt sagen? Ah, ich wundere mich, was hier in dieser oberen Röhre sich befindet. Vielleicht könnte ich irgendwie darüber darauf fliegen, wenn ich irgendwie einen Schuh hätte und von dort aus abspringen könnte. Ja, wir können nicht nur von einem Schuh abspringen. Wir hatten sogar einen fliegenden Schuh. Das heißt, wir waren sogar einen Schritt weiter. Was extrem gut ist. Aus diesem Grund brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Alles richtig gemacht. Finde ich zumindest. Ach so, da kann man auch rauf. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Coole Sache. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Interessant. So, wofür diese Röhren? Mushroom Plains. Ich gehe jetzt einfach mal da. Einfach mal so hin. Ich glaube, ich meine, ich weiß, wo diese Röhre... okay. Alles klar. Ist auch dieses Rätsel gelöst. Seht ihr, das ist auch ganz gut, dass wir so ein bisschen Backtracking betreiben. Weil bevor wir das Finale erreichen, ich will das Finale einfach clean spielen. So. Ach, das kennen wir ja. Dieses Level habe ich ja damals im Alpha-Test der Android-Version gespielt und konnte es durch die miserable Steuerung nicht weiterschaffen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich dieses Level endlich schaffen kann, und zwar vollständig. Nichts und niemand wird mich jetzt aufhalten können. So, ich nehme an, ich muss gleich in diese Röhre rein. Ja. Kann ich darauf? Nein. Hammer Bros Suit. Naja. Ich frage mich, was wohl hinter dieser Wand stecken könnte. Ich wette mit dir, hätte ich einen Hammer, könnte ich einfach da durchgehen. Einfach die Wand kaputt machen, ja. Ein klarer Hinweis. Den haben wir leider nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir wissen ja eigentlich, was sich dahinter befindet. Alles gut. Das ist nicht gut. Du kannst es nicht durch die Röhre nehmen. Versuch es jetzt zu drücken und schau, ob irgendwas auf der anderen Seite passiert. Wenn er es sagt... Okay, ich hätte... Wollen wir wetten, hier wäre der Hammer Bro Suit gewesen. Aber ich mach's mir gleich einfach. Weil ich kann ihn ja gleich holen. Mist. Kann ich nicht durch? Oh, das ist mies.
Das ist richtig mies. Ach komm. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ne? Wir sind ja nicht, wir sind ja keine Schlaffis. Komm. Wir gehen da durch. Komm. Wir gehen da durch. Ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ja, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Niemand ist schuld außer ich. Ich bekenne mich schuldig. Ich bin schuldig. So, diesmal bitte die Rutschpartie vermeiden. Es ist besser für alle Beteiligten. So, und ich muss zusehen, dass ich hier den Pilz behalten darf. Okay. Hervorragend. Und ich werde belohnt. So. Ich weiß ja, wo sich der Secret Exit befindet. So, ein Leben. Wenn er schon hier ist. So. Wie gesagt, wie gut, dass wir das jetzt hier erst spielen. Weil ich will schon schnell damit durch sein. So, die nächste Röhre, wo führt die hin? Okay. Alles klar, okay. In Ordnung. Alles gut. Dann ist das so in Ordnung. So, was ich jetzt machen werde. So, wo bin ich rausgekommen? Ich glaube, ich bin hier rausgekommen. Kann das sein? Ich glaube, ich bin hier rausgekommen. So, gab's hier einen Hammer Bros Suit? Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht genau. Aber ich gehe trotzdem nochmal zurück. Ich porte mich nochmal zurück. Genau. Und finde es heraus? Quatsch. Ja, genau. Ja, das wissen wir schon. Hier gehen wir nochmal zurück. Ja, zurück zu Frosty Frost Frostlands und wir können gleich diese Röhre nehmen. Aber ich die vorher nicht genommen. Ich habe sie doch frei. Ich habe sie doch jetzt frei. Ich habe diesen Weg doch frei gemacht. Warum habe ich den nicht genommen? So. So, der Toad hat es ja schon angedeutet. Und eigentlich schon direkt gesagt. Hier ist das Secret Exit. So, wir haben hier diese Brücke gebaut. Hat auch einen bestimmten Grund. Denn hier ist das Secret Exit. So, damit müsste eigentlich diese Welt zu 100% durch sein. Ja, das ist ja auch. Also, ich glaube, mehr haben wir nicht, ne? Ja. Subcon Underground. Subcon Underground wieder. Ja, okay, alles klar. Ja, Leute. Das heißt, das ging auch relativ fix. Haben wir auch dieses Rätsel gelöst. Bedeutet. Also, man ahnt es gar nicht. Wobei, man ahnt es schon, ne? Das heißt tatsächlich, nähern wir uns dem Ende dieses Episodenpacks. So, rein mit dir. So,
ganz kurz speichern. Das ist also dann das Finale. Und darauf freue ich mich sehr. Das wird dann wahrscheinlich das Ende von Super Mario Bros. X sein. Ich werde im nächsten Part noch ein paar Worte dazu verlieren. Aber bevor es soweit ist, bevor ich jetzt ein paar Sachen dazu sagen werde, und zwar jetzt nicht zum finalen, zur finalen Welt, sondern zum Let's Play an sich, aber darum soll es nicht gehen. Im nächsten Part soll es ums große Finale gehen. Wir werden auf jeden Fall Bowser fertig machen. Komme, was wolle. Und falls ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall bitte kräftig den Daumen nach oben drücken. Das wäre sehr, sehr toll, wenn ihr das machen könntet. Den Kanal abonnieren, falls nicht schon geschehen. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr auch Bescheid wisst, wenn es einen neuen Part gibt. Aber einige tun das wohl nicht und das macht mich sehr traurig. Aber nichtsdestotrotz weiß ich es sehr zu schätzen, für die, was die paar Leute betrifft, die sich dieses Let's Play anschauen. Weiß ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ja, hoffentlich seid ihr wieder dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Part. Ciao.